Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Tutorial-Reihe. Und zwar schauen wir uns diesmal EndIO 1.12 an. Hat sich auf jeden Fall einiges getan zwischen der normalen EndIO-Version und der EndIO 1.12-Version. Und ich werde mal in den kommenden Videos versuchen, die Unterschiede so ein Stück weit herauszustellen. Und ihr seht im Hintergrund, worum es in diesem Video schon geht, nämlich um die Alloy-Smelter. Gibt es auf jeden Fall jetzt verschiedene. Und zunächst einmal, wie immer, gucken wir uns an, wie die Alloy-Smelter gecraftet werden. Wir haben drei Stück. Einmal einen Simple Alloy-Smelter, einen normalen Alloy-Smelter und einen Enhanced Alloy-Smelter. So, wir gucken mal an, wie der Simple Alloy-Smelter gecraftet wird. Wir brauchen ein bisschen Iron, wir brauchen Furnace, wir brauchen Stone Gear, einen Bucket und einen Simple Machine Chases. Und wir brauchen Grains of Infinity, das ist nämlich auch neu. Und Iron Ingot, Iron Bars, das kriegen wir alles noch relativ einfach hin mit verschiedenen Kombinationen im Crafting-Feld. Aber Grains of Infinity muss ich mir auch erstmal nochmal heraussuchen, wie man das überhaupt macht. Das ist nämlich, wenn wir Endstone wenn wir Bedrock anzünden, erhalten wir mit einer 50% Chance, also etwas weniger als 50%, erhalten wir Grains of Infinity. Das heißt, wir müssen wirklich auf den Boden kommen und dann den Bedrock anzünden und damit erhalten wir Grains of Infinity und das darauf baut EndIO 1.12 auf jeden Fall bei sehr vielen Rezepten oder nahezu allen Rezepten auf jeden Fall auf. So viel schon mal dazu. Haben wir auf jeden Fall schon mal den Simple Alloy Smelter. Der Alloy Smelter ist schon mal etwas schwieriger auf jeden Fall da zu craften. Seht ihr auf jeden Fall schon, gibt zwei verschiedene Kombinationen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Dark Steel dafür. Das heißt, wir brauchen definitiv auch erstmal den Simple Alloy Smelter dafür, damit wir da eine Kombination hinbekommen, weil sonst funktioniert das nämlich nicht. Dann haben wir drei Furnaces, Dark B-Metal Gear, ist einfach nur Infinity B-Metal Gear und Dark Steel Nuggets, das heißt wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Dark Steel dafür und ein Cauldron, den kriegt man glaube ich noch relativ einfach hin. Und wir brauchen im Induction Smelter einen Simple Machine Chases, verbunden mit Industrial Dye Blend, auf jeden Fall schon mal schwieriger herzustellen als ein normaler Simple Alloy Smelter. Und das Ultimo Ratio ist der Enhanced Alloy Smelter und da brauchen wir auf jeden Fall schon ganz, ganz viel Stuff. Also wir brauchen Vibrant B-Metal Gear und wenn man sich so ein bisschen mit EndIO beschäftigt, dann Vibrant Alloy ist das nahezu letzte Item, was man immer herstellen konnte bei EndIO. Ich für meinen Teil denke allerdings, dass jetzt mittlerweile das neue End-Item eigentlich der End-Steel-Ingot ist. Weil wir, wenn wir uns das mal angucken, wie wir das zusammen craften, das heißt, wir brauchen Dark Steel Ingot, wir brauchen Obsidian und wir brauchen End Stone. Und den kriegen wir natürlich entsprechend nur aus dem End. Dann müssen wir wirklich ins End rein, um diesen Enhanced Alloy Smelter zu craften. Ne? Das ist so viel erstmal dazu. Was machen die verschiedenen Maschinen? Die machen eigentlich alle das Gleiche. Sie schmelzen Items in verschiedensten Kombinationen. Das bedeutet, wir haben jetzt hier das Interface, das heißt, wir benötigen auf jeden Fall erstmal immer einen Capacitor. Also einen Basic Capacitor können wir natürlich auch nochmal upgraden, so wie wir das natürlich von ganz normalen EndIO auf jeden Fall kennen. Haben hier auch nochmal die Möglichkeit, einen Basic Capacitor einzulegen und im Simple Alloy Smelter gibt es nichts. Also der geht auch so, ohne Probleme. So, der große Unterschied ist jetzt allerdings der, dass der Simple Alloy Smelter wirklich nur EndIO Rezepte herstellt. Das bedeutet, wenn ich jetzt in den Simple Alloy Smelter zum Beispiel Diamanterz oder Golderz oder Ironerz hineingebe, passiert gar nichts. Also funktioniert einfach nicht. So. Eine weitere Besonderheit ist dass der Enhanced Alloy Smelter einen halben Block nach oben geht. Und das hat zur Folge ganz einfach, dass wir da keine Kabel verbinden können bei diesem halben Block. Es wird schon mal schwieriger, Kabel zu connecten. Das heißt, wir haben nur noch die anderen Seiten zur Verfügung stehend. Gibt allerdings natürlich auch entsprechend auf jeden Fall ein paar Vorteile. Das heißt, wir gucken uns einmal an, was wir damit machen können. Ich habe jetzt in jedes Interface habe ich schon mal verschiedene Rohstoffe hereingegeben. Das heißt einmal Redstone, einmal Gold
Und wir gucken mal, was der große Unterschied dazu ist. Das heißt, ich gebe jetzt hier nochmal ein bisschen Glowstone hier dazu. Und ihr seht auf jeden Fall, der große Unterschied ist eigentlich die Geschwindigkeit. Das heißt, hier sind wir bei 20%, hier sind wir schon bei 38% und der hier hat sogar schon bei 80%, obwohl ich da gerade erst am letzten dazugegeben habe. Und ihr seht natürlich auch, von der Energie her haben wir eine größere Kapazität, nämlich 1,5 Millionen. Hier haben wir nur 100.000, was natürlich vom Capital Sitter halt natürlich ein Stück weit auch mit abhängig ist. Und hier haben wir nur 2000, also das ist auf jeden Fall ganz, ganz wenig. Und ihr seht, hier ist noch nicht mal ein Erz durch. Jetzt ist das erste Erz durch. Hier sind mittlerweile schon zwei Erze durch und hier sind sogar schon vier Erze durch mittlerweile. Das heißt, die Geschwindigkeit verdoppelt sich ungefähr pro Alloy-Smelter. Ne? So kann man das halt auf jeden Fall sagen. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich so in der Vorbereitung herausgefunden habe. Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein Stück weiter weiterhelfen, falls ihr da irgendwie gerade auf der Suche wart nach dem Alloy-Smelter. Auf jeden Fall würde ich mich auf jeden Fall über ein Däumchen nach oben freuen. Danke fürs Einschalten und schaut auch die nächsten Videos an. Tschüss!